Und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass der Norton, wie erwartet, ein Verräter ist. Ich hab's mir schon gedacht. Und wir sind mittendrin in der Schlacht gegen Dennix, Leute. Ah. Die ist schon ein bisschen faustdickter die Ohren haben, aber wir sind gut aufge... Ach du Scheiße. Was soll das? Wollen Sie mich verarschen? Der Nexus! Bewegung noch! Los doch! Verdammt! Ich wusste, dass das Vieh dann wieder lebt. Alle? Hallo? Oh. Hey. Echter Scherz, oder? Oh nö! Oh. Aua! Oh. Alles klar. Ich spring von nochmal. So, alles klar. Und jetzt? Blöde, das Ding ist viel. Ah, da! Da ist die Stelle. Ah! Kann man das irgendwie. Stasiert natürlich nicht. So viel zu groß. Also spuckt ja noch diese kleinen Viecher aus. Aber ich könnte Hilfe gebrauchen. Hey, seit Dead Space 1, glaube ich, habe ich nicht mehr mich um so einen großen Typen gekümmert. Oh, oh, verdammt, verdammt. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Alter Verwalter. Gibt's doch nicht. Zum Glück vertragen die kein Feuer. Wow. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ah, der macht seine eigenen Leute platt. Ah, zu Vollshot. Nix. Schießen Sie auf die gelben Stellen. Ja, ist mir schon klar. Wir machen es nur wütend. Ja. Nein, es funktioniert. Dass der wütend dadurch wird, ist klar. Ich meine, wer lässt sich gern verletzen? Okay, dann scheinbar das Herz. Ui. Los! Okay, okay, okay. Na los, na los, na los! Ich hasse solche Viecher. Warum immer Eisig? Was macht ein Kamera? Spazieren! Aua! Das tat jetzt weh. Blödes Viech, du! Na komm! Naja, stoß nicht deine hässlichen Tantenfreunde aus. Definitiv, das ist der Nexus. Ich wusste, dass der Wärmetauscher ihn dann erwecken wird. Oh. Lass mich doch in Ruhe. Hab keine Zeit mit euch zu spielen. Voll erwischt. Nur mal ein Minipack. Nee, 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 nee. Na los, öffne dein Herz. Zeig uns, wie lieb du uns hast. Ach komm, ist ja jetzt nicht wahr. Ich glaube, wenn ich die Kapsel rechtzeitig... Ja, geht. Wenn ich die Kapsel rechtzeitig, denke ich mal, vernichte, dann kommen auch nicht diese Viecher raus. Na ja, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Na, natürlich, war ja klar. Und nö? Wow! Ein blöder Start für eine Folge. Ah, ich meine, wenn man so lange eingefroren ist wie du, ist man ein bisschen träge, ne? So. Keine Zeit für euch. Ah, das Herz, das Herz. Ah, jetzt kommt mein Plasma-Cutter. So, geht doch. Hallo? Hallo? Da gibt's nichts. Ah, verdammt. Nein. Ach nö! Lecker! Mhm. Und nö? Keine Lust! Na komm, Isaac! Als Happen willst du nicht enden! Oh, das wird eng! Ah, lecker gemacht. Hallo? Oh oh, ist das die Magensäure?
Oha! Oha! Oh Gott. Ja, zum Glück haben wir aber ganz viel Luft. Die Viecher hasse ich. Nö? Ah ja, auf die Dinger hier ballern. Oh, geil. Flammenwerfer funktioniert auch hier. Geht ein bisschen Sodbrennen. Nächste. Ich glaube, ich darf nicht allzu nah kommen, wahrscheinlich. Dann klappt das nicht. Oh, ich weiß nicht, was da aufgeploppt ist. Aua, aua, aua. Na komm. Zeit, dass das Ding aufgibt. Munitionsclip. Da fehlt doch noch was, oder? Ja, wusste ich doch. Ach, ich darf nicht zu weit weg. Also ich muss schon näher ran. Tja. Ob das so eine gute Idee war, wage ich jetzt zu bezweifeln. Oh, nö. Oh Gott. Au. Na toll, ausgespuckt. Ui. Nee, nee, du. Boah, stirb doch endlich. Au. Okay. Es ist tot. Ihretwegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lange. Captain! Dumme Sergeant! Das oh. ist alles deine Schuld! Sie liebt mich nicht! Oh, fuck. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Wie soll ich das Ellie erklären? Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Okay. Mann, war das aber jetzt geil. Wir haben ja eine Menge erlebt. Wir haben gegen Dennings Leute gekämpft, dann gegen den beschissenen Nexus, der uns irgendwie an den Kragen wollte. Ich meine, ich wusste, er wird leben. Ja, und dann noch Norton. Ich meine, okay, ich habe dauernd gesagt, ich hasse Norton. Aber das war wahrscheinlich jetzt keine gute Idee. Ich meine, Pluspunkte bei Ellie wird es wahrscheinlich kaum geben. Naja, werden wir selber schauen. Pfeifen wir erstmal ein Medipack rein. So wenig? Naja, hab wohl einen kleinen benutzt. Nach den Sternen greifen. Eieiei. Jetzt frage ich mich, da ja Norton tot ist, ob da jetzt Necromorpher zurückkehrt. Oh. Und ob wir ihn dann wiedersehen. Wäre nicht das Beste dann? Ach nee, komm. Nee, lass mal das mal. Ich meine, wir haben gegen so viele Necromorpher gekämpft, da werden wir auch Norton als Necromorpher auch klarkommen. Ah ja. Was Feines. Gibt's hier was Schönes? Eine Werkbank ist toll. Und eine Platine. Zwei Schaden plus Nachladen. Ah ja. Sowas sehe ich doch gerne. Sowas sehe ich gerne. Warte, dann machen wir was. Moment, ich könnte mal einen Plasma-Cutter, oder? Was können wir denn jetzt machen? Was kann man denn jetzt machen? Plus nachladen. Das ist das Tempo. Ah, da ist aber für die Waffe besser geeignet. Oder? Oh, haut aber ganz schön rein. Okay, was ist, wenn wir das drunter tun? Hat das irgendwie dann einen Vorteil? Au, 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 au. Das ist ja mal schön. Ja, dann hauen wir das hier unten rein.
Was war das denn hier? Nachladen, ne? Nachladen plus Clip. Feuerrate plus Clip. Machen wir das doch hier rein. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Oh, das ist ja aber jetzt nicht so von Vorteil, wie ich mir das erhofft habe. Eieieiei. Schaden. Was ist hiermit? Ah, büßt aber ganz schön ein. Ja, ich glaube, das lasse ich mal zur Seite. Wenigstens eine Waffe, die etwas verbessert ist. Ich glaube, draußen habe ich hier noch was gesehen. Was? Ein Hun-L-Dachs? Irgendwie? Hun-L-Dachs? Oder Hun-E-1-Dachs? Ja, keine Ahnung. Eieiei, wir haben jetzt so einiges. Ich glaube, ich könnte mal wieder eine neue Waffe eigentlich bauen. Aha, eine erweiterte Nietflinte. Haschen, modifiziert im Flammenschaden. Aha. Klingt ja immer nicht schlecht. Ich denke mal, ich werde demnächst mal eine neue Waffe mal herstellen. Erstmal bleibe ich mal bei der, die ich habe. Und mal gucken. Irgendwann bastle ich wieder eine neue. Denn das ist ja eigentlich mein Plan. Aber zuerst gucken wir mal, wo Ellie und Santos sind. Und irgendwie sehen wir schon, unsere Gruppe, also da ist sie, wird immer weniger. Mal gucken, was passiert. Isaac. Robert. Ist er? Ich habe ihn erschossen, Ellie. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Ja, ich konnte es mir denken. Es ist natürlich nicht schön. Gerade nicht für Ellie. Aber was soll man machen? Es ging leider nicht anders, denn schließlich wollte Norton uns erledigen. Ich hoffe, dass die Ellie uns das verzeiht. Aber quatschen so mit der können wir nicht. Ja gut, das heißt jetzt, wir können den Berg eigentlich erklimmen. Was ich jetzt geil finde, anstatt mal bergab, berghoch. wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, ich denke, das versuche ich noch dazwischen zu quetschen. Dann fangen wir mal an. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich hoffe, das wird so einfach wie bergab. Aber nichts ist einfach bei Dead Space. Sag ich doch. Oha. Okay. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt es einen sichereren Weg. Alter! Okay. Aua. Oh, das tat jetzt weh. Ah, oh, verdammt. Ah, natürlich wieder voll abgerutscht. Das sieht nicht gut aus. Ah, hier bricht ja noch alles zusammen. Na toll. Achso. Ah, es geht noch höher. Hätte ich mir denken können. Naja, warum soll es auch einfach gehen? Naja, ist gut. Ja. Ist egal welche. Ich gehe eigentlich ist beides bescheiden. Aber ich versuche mal. Ich nehme mal diesen jetzt. Diesmal. Ah, komm. Wird nicht lustig. Und aufwärts. Ja, probieren wir es mal. Oh, oh nein. Oh. Ah.
Das war jetzt aber... Hallöchen. Das ist aber ein bisschen gefährlich hier. Kann ich eigentlich die Felsen auch stasieren? 100 Pro. Ah, okay. Na komm. So war ich mutig. Ach, Isaac, ich bitte dich. Mal ein kleines Stückchen. Rutsch bitte nicht ab. Ja, sag mal. Kurz vom Ende natürlich. Ah. Ah. Geschafft. So, super. Mehr wollte man nicht. Und scheinbar klettern die anderen jetzt auch hoch. Aber egal. Das werden wir natürlich in der nächsten Folge sehen, wie es dann weitergeht. Fürs Erste haben wir es erstmal geschafft, aber ich denke mal, es wird natürlich weiter höher gehen. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Dead Space 3.